Mit Antoine Griezmanns sportlicher Leistung bin ich aktuell nicht ganz so zufrieden, aber was er jetzt neben dem Platz gemacht hat, finde ich richtig gut. Und zwar hat er sich von seinem Sponsor getrennt, Huawei. Der chinesische Telekommunikationskonzern macht nämlich Folgendes. Er soll laut Human Rights Watch, einer Menschenrechtsorganisation, mit dafür verantwortlich sein, ein Programm zu entwickeln, was die Gesichter der Uiguren in China erkennt. Die Uiguren sind eine muslimische Minderheit, die dort systematisch unterdrückt werden, auf schlimmste Art und Weise in China. Und da Huawei da mitarbeiten soll, quasi sie zu identifizieren mit so einer Gesichtserkennungssoftware an öffentlichen Plätzen, hat Griezmann gesagt, mit denen will er nicht mehr arbeiten, und daraufhin, ja, hat er gesagt, wird er diesen Vertrag nicht weiter ausfüllen, und das finde ich richtig gut. Seit 2017 hat Griezmann einen Vertrag mit Huawei, und der wird jetzt mit sofortiger Wirkung von seiner Seite aus nicht mehr fortgesetzt. Und das finde ich richtig gut. Das finde ich richtig gut, denn wir alle wissen natürlich, dass das Geld im Fußball kommt von vielen unterschiedlichen Konzernen, teilweise von unterschiedlichen Ländern sogar, die da rein investieren, und nicht alles ist da immer so toll, nicht alles ist da immer so schön, und oft wurde das Geld trotzdem dankend angenommen. Vielleicht ist das ja ein ganz guter Schritt, dass man anfängt quasi zu gucken, woher kommt das Geld eigentlich genau. Und ich meine, man hat so viel Geld im Fußball, da kann man doch so ein bisschen auswählen. Natürlich, viele Unternehmen haben schon schlimme Dinge getan auf der Welt, klar. Aber wenn jetzt zum Beispiel hier systematisch mitgearbeitet wird an der Unterdrückung einer muslimischen Minderheit, da finde ich das absolut schrecklich. Und wenn dann Griezmann sagt, ey, ich setze das große Zeichen, ich werde nicht mehr mit denen arbeiten, dann ist es eine Signalwirkung. Und die finde ich richtig gut. Was sagt ihr dazu, liebe Freunde? Ein richtiger Schritt in die richtige Richtung? Für mich schon. Schreibt es in die Kommentare. Ansonsten, wenn ihr in die Mitte klickt, kommt ihr zum letzten Video, meine lieben Freunde. Schaut euch das an. Die Champions League soll verändert werden. Auch da geht es ums Geld. Die Champions League, wie wir sie kennen, soll so nicht mehr stattfinden. Aber was passieren soll, erfahrt ihr, wenn ihr in die Mitte klickt. Wir sehen uns später wieder, und denkt dran, haltet den Ball richtig flach.